Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zu einer Folge Minecraft. Ja, wie lange ist es her, dass ich letzte Mal eine Folge gemacht habe? Ich weiß es nicht. Heute spielen wir Dalek Mods. Ja, es ist von klugen Köpfen gemacht, handelt, wer Dr. Who nicht kennt, naja, um sein Leben, also nicht um sein Leben, aber... Ach, wisst ihr was? Ich laber einfach nicht viel, wir gehen einfach direkt rein. So, brauche jetzt ein bisschen zum Laden, ist ja normal, ne? So, Dalek Mod. Überlebensmodus. Wir spielen im Überleben. Und ich würde sagen, mal gucken, was uns hier drin erwartet. Wir sind drin. Okay, wir spawnen hier in einer Höhle. Also fast in der Höhle. Ach Gott, man sieht ja überhaupt nichts. Okay, ist anscheinend ein Creeper gestorben. Auch gut, haben wir schon von zwei Schwarzpulver. Jo, Entschuldigung. Auch schon mal Entschuldigung, falls es so kleine Frame-Einbrüche gibt. Wir haben auf jeden Fall Kohle. Kohle können wir gut gebrauchen. Erstmal bräuchten wir einen Baum. Da sind Bäume. Hier sind Knöpfe. Okay. Merkwürdig. Ja, warum? Wir folgen den Knöpfen einfach mal und gucken, wo es uns hinbringt. Sind die okay. Das ist merkwürdig. Führt uns das denn hin? Auf den. Was? Da oben ist irgendwas. Was? So. Was ist das? Gar kann ich da. Oh, okay. Okay. Merkwürdig. Und. Eine Metallis? Was macht die denn hier? Das ist eine Kiste. Aha. Ein Talis-Key. Können wir damit? Da sollen wir rein? Okay, wir gehen rein. Das ist hier eine trostlose Leere. Oh, nee. Oh, alles klar. verschluckt. Alter, was geht denn hier ab? Wir haben schon mal einen Charakter, wo steht der? Very polite. Ja, man, kann ja überhaupt. Okay. Talismotor. Can Nether ins End. Oha. Da gibt's echt viel zu entdecken. Randomizer. Okay, Player Location. LOL. What? Wie können. Wie geil ist das denn?
Okay, das ist etwas scary. Aber dieses Ding, das ist ja noch geil. Also wir haben Tadeskrieg. Kann ja auch irgendwas? Was zur... Aha, okay. Gut zu wissen, das heißt, ja. Plutonium einfach mal mit, ne? Jetzt, da wir Vitalis haben als Transportmittel, können wir ja gut damit starten. Und damit herzlich willkommen zu einem Survival-Projekt. Vielleicht wird es etwas länger gehen, wer weiß. Wir haben ja gerade gesehen, man hat sehr viele Welten zu entdecken. Auf diesen Welten gibt es natürlich auch Bauwerke, die wir natürlich erst finden müssen. Es kann sein, dass wir, wenn wir das spawnen, ob wir in die falsche Richtung laufen, wer weiß. Ja, ihr könnt sehen, es gibt sehr viele neue Sachen. Wirklich sehr viele. Es gibt neue Kreaturen. Es gibt hier so. Ich will auch nicht den Cheatmodus benutzen. Ne, nur gucken, wie man. Was ist das denn hier? Recorder. Exe of Life. Oh, okay. Ja, das Exe of Life, das brauchen wir, um uns zu regenerieren. Das heißt, wenn wir sterben, sterben wir nicht, sondern regenerieren uns. Dafür brauchen wir White Points da. Wie kriege ich den denn? Ah, ist das nicht das Ding, was hier steht? Zigonensuppe. Zigonensuppe. Okay. Es gibt natürlich auch, also es gibt auch neues Essen, anscheinend. Es gibt neue Waffen. Es gibt sehr, sehr viel Neues. Alter. Ja, wir haben auf jeden Fall ein langes, großes Projekt vor uns. Die Frage ist, wie wir dieses runde Ding da kriegen, ob uns das überhaupt irgendwas bringt. Ich weiß es nicht. So, wir haben auf jeden Fall erstmal Holz. Mit dem Holz machen wir uns jetzt erstmal... So, machen wir uns mal hier Crafting Table. Perfekt. Ja, auf jeden Fall brauchen wir erstmal eine Spitzhacke. So das Gefühl. Ein Schwert bräuchten wir am besten auch schon. Oh, wobei, jetzt können wir gleich mit Stein machen, wir haben hier genug Stein. Ja, blöd ist, die kann ich jetzt schlecht unterhalten. Aber, warte mal, wir haben, ich muss mal ganz kurz Cheats anmachen, tut mir echt leid, aber muss ich mal kurz, und zwar für Play Sound. Wir werden ein bisschen Musik haben, hier zumindest. Warum ist denn, oh. Ah ja. Dalam Temp Planet Destroyed. Ten Planet _ Master Red Gamer. Hab jetzt gehört. Okay, dann, ne? Wollten wir was ausrüsten. So, wir brauchen ein paar noch einen Ofen. Also jetzt können wir jetzt einfach irgendwo hinlaufen, das Ding folgt uns, dann müssen wir das rufen. Ich weiß es nicht. Schauen wir gleich mal. So, wo ist denn? Da ist unser Crafting Table. Ah, verdammt, wir haben. Ah, doch, wir haben noch genug Holz, keine Sorge.
Oh, perfekt. Noch ein bisschen den Schwertbilder. Boom. Perfekt. Ah, siehst du, da kommt auch schon unser erster Gegner. Geht doch. Rotetes Fleisch, nice. So, jetzt will ich mal wissen, kann ich dieses Ding hier mitnehmen? Kann ich das irgendwie einfach... Ach, hier. Hat eine Hitbox. Oh! Oh, ne? Oh Gott! Das ändert sich ja jedes Mal. Wir kriegen Besuch, schon wieder. Easy. Ist das so unendlich viele von oder wie ist das? Warte mal, jetzt will ich gucken, habe ich hier. Ui. Okay, das Ding ist schon relativ cool. Nehmen wir mal mit. Tür auf. Oh, okay, man kann von dir nach draußen sehen, aber ich von draußen noch innen. Nein, nicht schlimm. Jo, wo stellen wir das Ding denn hin? Flight Lever? Oh. Alle. Jetzt fliegen wir gerade durch den Vortex. Auch gut. Also sind die drin so gesehen geschützt vor alles. Oh, wie gibt's denn hier oben Schönes? Nichts. Also man kann es anscheinend selber. Ui, wir haben ein Bücherregal. Cool. Man kann es also selber erweitern, wenn ich es richtig interpretiert habe. Ja. Okay, wir haben auf jeden Fall genug Platz. Dieses Ding hier stellen wir am besten nach da. Oh, okay, keine gute Idee. Also wir machen extra Raum dafür. Oh, perfekt. Wenn man schon von extra Raum spricht. Boah, es sieht ja noch geil aus. Ja, noch nicht so viel rumgekrabbelt. Ja, dafür passt das perfekt rein. Aber ich möchte gerne ein anderes. Das sieht zu langweilig aus. Komm, gib mir ein schönes. Ja, das ist in Ordnung. Hast du die angegossen? Gut, wollen wir den hin? Ja, Overworld. Ui, gibt so viele Möglichkeiten. Kann auf dem Mond. Okay, wir gehen auf den Mond. Ich krieg den auf jeden Fall Fallschaden. Oh, hier ist ein. Okay, wow. Und man muss also alle Räume selber. Hier machen wir es da. Dann packen wir schon mal alles drin hier. Wo ist? Habe ich gerade, ob ich Keep Inventory anmachen sollte. Falls ich jetzt sterbe. Machen wir einfach mal. Perfekt. Dann würde ich sagen, landen wir einfach mal unter. Ausgeht. Wo lande ich denn hier? Sind wir wieder. Da. Landen. Den Ausblick draußen? Nein? Doch. Ui. Also ich sehe die Erde. Okay. Oh. Okay. Anscheinend brauchen wir Luft. Warning, low air. Oh Gott. Ja, das ist, glaube ich, etwas vorteilhafter, wenn man einen Spacesuit besitzt, den wir uns erst aufbauen müssen. Auch lustig. Also mal schneller, da kommt ein Zombie. Wir bräuchten auf jeden Fall erstmal eine Base, eine schöne.
Oh, kommt nicht näher, hä? Tschüss. Nice. Jo, oh, wir haben richtige Stühle. Gucken wir doch mal, was wir direkt für einen Spacesuit brauchen. Oh ja, es gibt neue Lytras. Anscheinend gibt's auch, oh, es gibt auch Autos, ne? Also man hat wirklich alles. Hundert Jeep, wie mache ich denn? Oh, es gibt auch neue Erze. Das ist gut zu wissen. Ja, das ist echt gut zu wissen, aber ich möchte gerne wissen, wie man einen Spacesuit macht. Wo ist der denn? Wo gibt's denn hier diesen blöden Spacesuit? Man, was hat denn hier? Grammophon, oder? Gibt so viele neue Sachen. Schön. Da! Wie mach ich den denn? Plastik? Es gibt Plastik, alles klar. Und eine Glasscheibe. Das Ding mache ich aus oranger Wolle, blauer Wolle. Alter, ist das einfach. Wir brauchen einfach nur ganz viel Wolle. Nice. Okay. Außer dass wir brauchen eine Plastikplaste, kriegen wir wahrscheinlich so irgendwo her. Also so schwer ist das gar nicht. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Wolle, die wir färben müssen. Dann brauchen wir Plastik. Und ich habe schon mal gerade gesehen, es gibt eine Fahne. Irgendwo. DeLorean, ne? Eine Fahne. Oh. Okay, geil. Haha. Da gibt's richtig geiles neues Essen. Ah, neue Tools gibt's auch. Brass, wie krieg ich denn Brass? Mal schauen. So, oh, hier sind die ganzen neuen Talisse. Wo ist denn hier die Flagge? Ich hab doch vorhin eine Flagge gesehen, wartet mal. Da. Auch einfach nur aus Wolle. Okay, gut. Ja. Das heißt, wir müssen ein bisschen Wolle farmen gehen. Machen wir das am besten? Gute Frage. Wir wollen bitte wieder auf die Erde. Dankeschön. Einmal gucken wir einfach hier aus dich. Player Location. Okay. Das ist nicht die Erde. Oder? Ja gut, ne Leute? Ich bin Spectrock. Warum steht das da oben links? Ich hab nur... Ja gut, kein Wunder. What is going on hier? Mach mal, wo sind wir denn gerade? Wir sind. Koordinaten brauche ich bitte da. In dieser Richtung ändere ich die X und in die Richtung Z. Okay. Ich versuche jetzt mal. Müssen Sie mich drin? Ja, ich meine, es gibt doch so eine Art Fly Panel. Was hat das denn nicht? Nee. Wie kann ich denn das Flight Panel machen?
Titanium finde ich. Okay, mal aus Silikon. Silikon gibt's auch neues. Oh, okay. Jo, Seitenblock. Gibt's den denn? Anscheinend müssten wir wirklich ein bisschen was farmen gehen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Diese Folge war jetzt erstmal zum Eingewöhnen. Wir werden auf jeden Fall unsere Tasse noch sehr viel weiter ausbauen. Und vielleicht. Ja, aber nur vielleicht. Werden wir nächste Folge schon auf einem Planeten gehen. Ja. Wisst ihr was? Ich brauche ein Thumbnail. Dafür mache ich jetzt extra. Kommen Sie mit. Komm, da ist es. Ja, wobei, kriege ich vielleicht doch noch ein geileres? Das wäre schön fürs Handeln. Komm schon. Das sieht aus wie aus Star Wars. Na komm, na komm. Nein, ich dachte schon wieder. Das Ding ist aber echt wählerisch, ne? Nein, ist doch Karte. Das, yes, das Ding nehmen wir. Ja, machen wir hier schon Thumbnail. Boom. Perfekt. Und danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Und bis zur nächsten Folge. Euer Redcap.